Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5. Mein Name ist Dr. Skill. Wir spielen auf der PlayStation 5. Sehr viel besser geht's kaum. So, schauen wir mal schnell. Und zwar müssen wir mit Trevor hier runter zu Michael fahren. Machen wir das Ganze doch mal. 5 Kilometer. Ich habe ein bisschen was zum Erzählen. Tipptopp. Naja, was heißt ein bisschen was zu erzählen? Ja, wir haben Konsolenwechsel hinter uns. Habe ich in der Horizon-Folge schon erzählt. Ich denke mal, ich werde es auch in der Hogwarts-Folge erzählen und so weiter. Also, ja, wir haben einfach das Upgrade von 4 auf 5 gemacht. Weiß nicht, was ich sonst groß zu sagen soll. Hat ganz gut geklappt. So, wir geben Gas. Ich finde, die Grafik, ich hoffe, es wirkt so, auch zumindest bei euch, ist ein Ticken besser wie bei den PlayStation 4-Folgen. Einfach dem geschuldet, dass die Konsole natürlich ein bisschen das Bild besser rauswirft, ne? Also ganz einfacher, penibler Grund in dem Sinne. Ups, hier hätten wir links gemusst. Tipptopp. Aber mir gefällt's. Ich find's schön. Ist attraktiv zum Anschauen. Macht mir sehr viel Spaß. So. Ich hoffe, für euch passt es auch in Full HD. Ich glaube, das nächste größere Update, was dann mal kommt, ist tatsächlich meine Bildschirme. Sind keine 4K unterstützten. Das wäre mal noch so ein Ding, was man sich irgendwann mal überlegen könnte. Aber dann könnten wir auch die Folgen. Es wirft ja immer das Bild nur auch so mit raus, wie überhaupt der Monitor möglich lässt, auf 4K aufnehmen. Wäre vielleicht nochmal interessant, sich das anzuschauen, aber ich glaube die meisten, ich unterstelle das jetzt einfach mal, ja, und die Videos nur auf Full HD, also 1080p, so mache ich es ja meistens auch. Gut, aber kann auch wieder nur daran liegen, dass mein Bildschirm nur so viel unterstützt, na, schwierig, schwierig, schwierig. Gut. So, ups. Dann haben wir weggerammt, oh Mann, ja, ne, super, alles noch heiler. Hätte ich mir jetzt schon wieder schlimmer vorgestellt. So, schauen wir mal, dass wir hier gleich bei... das war ein Unfall. Michael auftauchen. Aber ich habe mitbekommen, die GTA-Folgen sind mittlerweile eigentlich immer sehr beliebt bei euch. Das freut mich tatsächlich. So. Rechtskurve rum. Die Grafik ist auch, obwohl es regnet, ganz nett gemacht. Ne? Ich finde, Regen in Spielen ist ja immer schwierig darzustellen. Alter, Motorrad. Ich dachte, wir brettern jetzt in zwei Autos rein. So. Schauen wir mal hier, was Michael wieder hat für Probleme. So. Mir relativ sicher, dass wir eine weiße Jacke vorher hatten, oder? Die jetzt echt so regeneffektmäßig grau geworden? Kann ich mir nicht vorstellen. Oder war das vom Licht? Jetzt ist sie wieder weiß. Das könnte vom Lichteffekt gewesen sein. Naja, auf geht's. Hey man. Fuck. What do you want? I'm your friend. I don't want anything, man. Come on, your company's good enough, huh? Same as always. Yeah, thanks. I really appreciate that. So, family ain't back yet, huh? Nope. Oh, she's a goddamn fool, man. Despite all the chaos of these last few weeks, I think I finally figured it out. I know, sounds ridiculous. No, actually, it does not sound ridiculous, you know? Because you're a killer. You know, you are a man of action. You do not sit on couches, you take scores. You're back, man. We are back. All right? All we gotta go do is bust out Brad, and then we're golden, man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. And so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're gonna do this last big job.
and then we're gonna dissolve the partnership. This is not a game to me! All right, this is a fucking way of life. I got a fucking family! Yeah, well, I got nothing! No one gives a fuck about me! I do. Oh, fuck you! I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything. You're not dead, and you're not a man. Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare! Yeah, enough with your goddamn threats! Let me just ask you something, all right? Something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! Oh, fuck. Trevor! Hey! T! Oh. Ich lenk gar nicht, interessanterweise. Was? Warte mal, sind wir... Wir sind Fahrer. Das gehört echt einfach alles so. Achso, wahrscheinlich war am Anfang gelenkt, so geführte Steuerung und dann freigegeben. Fuck you! Hey, come on, where you going? You know where I'm going, fuck you! You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back in my house. Come on, we'll order pizza. Fuck you! Fuck your pizza, fuck everything it stands for! This is insanity! Oh, no. No, it's clear and reason thought. Finally! Come on, come back, we'll talk. I'm not gonna listen to another one of your lies! Hey, I'll lay it all out for you, everything. Turn around. I'm going up there to see it for myself. You'll be disappointed. Oh, I'll be something. It'll be an anticlimax. The grave's empty. Just a bag of sand, something like that. Just smoke and mirrors. I'm alive! How do you do it, man? The game is up! I'm trying to save you a trip. You've done me enough favors, buddy, all right? Save your fucking breath! Trevor, come on! Fuck you, Michael! Soon enough, I will. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mir fällt aber gerade auf, ich muss wohl tatsächlich nochmal die Bildschirmhelligkeit bei mir ändern. Das mache ich nach den Folgen. It's great to, there a plane I can use. Get me across country. Sure, sure. We got one fueled up for a trip south of the border. I'm taking it. Is everything okay, man? Everything is not okay. Nothing has ever been okay, but I gotta see it for myself. I'm gonna see an old friend, all right? You're where I think you are, buddy. I don't know why I didn't see it. I guess I didn't want to. Fuck! Maybe I knew all along. I'm gonna find out for sure, and I'm gonna do something about it. There's always something wrong with that job. What went down after, I guess. I guess I wanted to believe fucking flea circus! Idiot! 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 I'm sorry, Trevor. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, warte mal, schau mal schnell hier runter. Oh, auf jeden Fall Michaels Auto geklaut. Und uns stehen lassen. War vielleicht nicht das smarteste Move, aber okay. Mal gucken, was da jetzt vergraben sein wird. Beziehungsweise, wenn ich es richtig verstanden habe, fahren wir erstmal zum Flughafen, ne? In das Flugzeug. Naja, ist hier auf jeden Fall im Aufnahmeprogramm. Parallel auf den zweiten Bildschirm ist die Lichtverhältnisse für mich ein bisschen besser dargestellt wie bei mir auf dem Hauptbildschirm. Ach, ärgerlich. Naja, gucken wir mal. Wo wir jetzt hinfliegen? Nach North Yankton.
So, los geht's bitte. Anschnallen. Wie? Der ist fast schief gegangen, noch keine 5 Meter gerollt. So. Schauen wir mal, es gewittert auf jeden Fall schon mal. Wir fliegen. Wo müssen wir denn hin? Ups. Ich drücke immer die falsche Taste, nachdem ich die anderen Spiele da auch immer so spiele. So, schauen wir mal kurz. Ach, einfach so die Richtung. Okay. Gut, Turbulenzen. So. Ja, ich bin gespannt, was das bedeutet für unsere Freundschaft mit Michael. Schwierig. Hat er uns angelogen? Was hat er vergraben? Hat er die Beute vergraben? Alles Sachen, die wir jetzt noch nicht wissen, aber es könnte, ne? Es wäre für mich irgendwie naheliegend. Aber andererseits würde man das ja nicht in seinem Sarg vergraben, oder? Oder wäre es doch jetzt mittlerweile schon wieder längst ausgegraben, nachdem er sich so viele Jahre totgestellt hat? Oder ist es der Notgroschen? Ich weiß es leider nicht. Wir werden es sicher rausfinden. Aber so spontan kann ich darauf keine Antwort liefern, nur Vermutungen. So. Oh Mann, es dürfte ja wahrscheinlich jetzt hier bald kommen. So, es ist auf jeden Fall so stürmisch, dass es richtig Spaß macht, das Teil hier zu fliegen. Weil es die ganze Zeit hin und her wackelt, aber okay. Ja, noch ein Blitz. Es wäre es gewollt, dass das so aussieht hier. So, jetzt dürften wir gleich den Punkt erreichen. Immer davon aus, dass eine Sequenz kommt, oder? Ja, ja, okay. Dachte ich mir doch irgendwie. Who you got in here, huh? As if I need to ask. Hey, you're wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time? Go ahead, dig it up. I don't give a shit. Yeah, that's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long are you gonna keep lying for, Mikey, huh? When's it gonna stop? What happens in the dark comes out in the light. Oh, give it a rest, Trevor. There's nothing there. This is it. Moment of truth. As if I didn't know. Brad! Look, we do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, and how was that, huh? With Brad in the can and me in the ground, or both of us in the coffin? Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot, I did. That's it. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep 10 years later. Mikey, I mourned you. And I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Yes, you did! You just don't have the fucking balls to do it! But I do! I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Now pull the fucking trigger! You ain't got the guts.
Take the fucking shot! Who is that? Fuck! 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 Joe Phillips! Mr. Chong has requested a word! Hey, ho ho! I'm not the guy you're looking for! Hey, Tazizimit! Get the boyfriend! Boyfriend? Motherfucker. Oh Mann, oh Mann. Bevor wir das hier alles aber komplett ausspielen, bedanke ich mich wieder. Oh, wir haben sogar eine Karte! Ah, kann aber nicht wirklich rauszoomen, okay. Bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet doch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.